Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies ist die 14. Lektion aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ja? Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist. Was bedeutet das eben? Nun, das eben bedeutet, dass man die Aussage verstärkt. Ja, man kann auch sagen, Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man ist. Aber wenn man sagt, wie man eben ist, ja, damit verstärkt man die Aussage. Okay, Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist, ja, und nicht anders. Und ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges. Okay, ich denke, das ist eine wichtige Aussage, ja, weil sich viele Leute verstellen. Ja. Viele Leute versuchen, anders zu sein, als sie tatsächlich sind. Ja. Ich auch manchmal. Ja. Ich versuche, so authentisch und so ehrlich wie möglich zu sein. Aber auch ich bin manchmal anders, als ich eigentlich bin. Wenn ich so bin, wie ich bin, ja, wenn ich mich nicht verstelle, ja, wenn wir uns nicht verstellen und auch noch dafür geliebt werden, dann denke ich, ist es ein sehr glücklicher Moment. Ja, es ist ein sehr tolles Gefühl, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist. Ja. Manchmal verstellen wir uns, weil wir denken, wir werden dann mehr geliebt. Ja, wir versuchen, anders zu sein, als wir eigentlich sind. Ja, wir versuchen, so zu tun, als könnten wir mehr. Ja, wir tun so, als hätten wir bestimmte Fähigkeiten, die wir gar nicht haben. Wir tun so, als hätten wir eine Persönlichkeit, die gar nicht unsere ist. Und wir machen das, weil wir hoffen, dass man uns dann mehr liebt. Aber es fühlt sich viel besser an, wenn man dafür geliebt wird, wie man auch tatsächlich ist. Okay? Was denkst du? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar und wir sehen uns morgen. Tschüss!